Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir den Ossa-Pfad durchquert und jetzt sind wir, keine Ahnung wo, wir sind einer mysteriösen Assassinen, sag ich jetzt mal, begegnet und haben versucht gegen einen, Schwertkämpfer, Schwertträger, keine Ahnung. Wir haben versucht, gegen Latwig zu kämpfen, das hat uns gnadenlos fertig gemacht. Und wenn ich die Aufnahme vielleicht noch 5 Sekunden länger hätte anlassen sollen, angelassen hätte, mein Gott, dann hättet ihr vielleicht noch gesehen, dass man dadurch gar nicht Game Over geht. Dann hat er nämlich einfach nur gesagt, Kind fort, Schwächlinge. Und wir stehen dann alle mit ein KP da. Habe ich aber nicht, aber keine Ahnung. Eins geht. Bei einem Zwerg aufgewachsen. あれはどうしたんだ。いえ、さっきの四角の着ている服、ちょっと独特ではなかった。あまり見かけないものだな。わかった。ドワーフの衣装じゃないか。俺の服も親父が作ってくれたんだ。ななちょっと似てねえか。どこが似てるんだよ。ドワーフに育てられるとこうなるのか。 Ja, er ist eine Schneiderkunst, nehme ich mal an, sein Vater. So, wo muss ich hin? Mir gehen diese Kamerafahrten ein bisschen auf Nerven, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Wenn das so ist, ist ja perfekt, aber hier sonst? So, da ist noch was, da ist der Otherfahrt. Der Otherfahrt. Und da muss ich jetzt wahrscheinlich nicht hin, aber ich versuche mal. Mitten durch den Wald. Die Auserwählte unterwegs. Uah, da sehe ich was. Ich warte nur auf Skid oder irgendwie so. Warum hüpfst du eigentlich da hinten so? Aber hoffentlich kann ich diesen Balken da füllen und lernen, wie das geht. Bis zum nächsten Bosskampf oder so. Ich vorbereitet bin, aber der verdammt, der tut ja echt schnell hier auffüllen. Meine TP schon wieder. Ich dachte, du benutzt doch immer diese Dinger, diese Zwergenregeln. Na gut. Was ist hier? Nichts, ne? Warum hüpfen einige von denen? Da ist doch was. Warte, die sind schon kaputt. Erfahrungs 13? Warum Erfahrungspunkte 13? Was ist denn hier los? Warte mal. Ich möchte das Ding da wenigstens noch ansprechen. Jetzt sind ja wieder ein stärkerer Gegner. Verstehe ich nicht. Warum ist denn auf einmal hier so ein schwacher Gegner aufgetaucht? Ach ja, und hier diese Erfahrungssphäre oder Game oder wie auch immer das Ding hieß. Level 1. Ich habe mal probiert gerade, was passiert, wenn wir das einsetzen würden. Und ja. Wenn ich das einsetzen würde, dann bekomme ich sozusagen nochmal genau das gleiche wie hier. Wenn ich das hier einsetzen würde. Mit dem Unterschied, dass ich nicht nochmal das Ding lernen kann oder auswählen kann, was ich schon ausgewählt habe. Also ich kann dann Widerstand, Spott oder Adlerauge auswählen. Das Blöde ist allerdings, dass das Ding dann weg ist. Das heißt, ich kann das nur einmal benutzen. Und das finde ich nicht gut. Nee. So, was da hinten war, irgendwas Großes. Denkst du nicht manchmal, dass das, was wir tun, keine Bedeutung hat? Nein? Nein, wir wissen erst, ob es eine Bedeutung hat, wenn wir es tun. Das ist eine einfältige Antwort. Hey, ich bezweifle, dass es jemals ein Ende geben wird, das alle zufriedenstellt. Nun, das gibt es vielleicht. Siehst du, du stimmst mir zu.
Ich glaube, weil ich so bin, wie ich bin, geben wir beide ein gutes Team ab. Ich mag's, wie du dich immer wieder zwingst, optimistisch zu sein. Wieso habe ich das Gefühl, dass es das kein Kompliment war? Warte mal. Mit Dingen, da war das. Ein Felsen in der Brandung. Ich weiß, es ist bestimmt ziemlich sinnlos, dass ich jetzt einfach hier durchlaufe. Aber man weiß ja nie. Na, ist das hier schon der richtige Weg? Und ich krieg ja Probleme und da sind Monster. Was zum Teufel? Wow. Was tun? Denn? So ein Hühnchen-Dinosaurier oder irgendwie sowas? Weil es viel aus. Respekt, aber. Ich glaube, hier bin ich richtig falsch. Die Gegner geben mir voll auf die Mütze. Mein Gott. Ja, ich glaube, ich bin der falsch. Alter. Ja. Kratos. Yep. Und tschüss. Wir hauen jetzt mal ab. Mein Gott, dauert das lange. Was ist das denn? Flucht. Dann gehen wir mal wieder andere Richtung. Ja, das klingt doch gut, ne? Okay, habe ich irgendwie was? Habe ich jetzt irgendwas, was Gift überhaupt heilt? Das ist schon wieder meine verdammte Neugier. Wundermittel hier. Genes. Boss. Heil Lügen. Was ist denn 600 HP? Geh weg. Geh weg, du willst mich nicht. Du auch nicht. Und dein Kollege auch nicht. Und deine Freunde auch nicht. Den gebe ich auch noch aus. Maul. So, 7 Minuten und wir haben. Boah. Gehst du weg. Oh, gehst du weg. Oh, gehst du weg. Oh, gehst du weg. Oh. Na, was seid ihr denn? Okay. Wie mache ich das jetzt? R3. Okay. Keine Ahnung. Hat was gebracht, glaube ich. Ich muss mit rausprobieren. Mein Gott, die Gegner sind ja auch stark, sehe ich gerade. So, wieder TP, jetzt kann ich die eins aufs Maul gehen. Alter! Ja, ich hau hier ab. Mir wird das hier zu gefährlich. So. Zack. So, weg hier. Wir können nicht gut trainieren. Egal. Gucken wir noch, was das Ding da ist. Und dann haben wir ab. Und die Sono-Angreifer. Cool. Fernsicht verfügbar für das Ossergebirge und Isolt. Das hier? Boah, keine Ahnung. Meint ihr das hier mit diesen steinernen Wegen oder was? Wenn ich das habe, dann kann ich auf neu schreiten oder was. Aber ich habe da das erste noch gar nicht gefunden. Geh weg. Keine Ahnung. Ich werde schon irgendwie klarkommen. Geh weg. Neu rennen. Ey. Los, neu, ich kämpfe mit. Tempest. Boink. Boink. Down. So, hier sind die Gegner einfach, das ist gut. Na, keine TP. Und Double Up für Colette. Bekommen wir eigentlich immer nur 10 TP pro Kampf? Das ist wenig. Vor allem, wenn man daran denkt, dass ich glaube, Rain schon über 100, ja, schon 120 TP hat. Jetzt dann so mit 20 oder 30 pro Kampf, das wäre doch mal geil. So.
Dann, Isolde. Ein kleines Fischerdorf, Isolde. Willkommen in Isolde. Hi. Hallo. Das hier ist Poki. Poki Poki. Okay. Im Gasthaus zu Möb ist immer eine warme Mahlzeit oder ein Bett zu haben. Gut, ruhen wir uns aus. Gasthaus. Willkommen zum Gasthof zur Möwe. 120 Gold, meinetwegen. Sieht doch voll cool aus. Kriegt den Heiligenschein. War meine Idee. Ich hab Copyright darauf. なんたって天使だもんね。おい、ジーニアス。さあさ、お子様は早く寝なさい。これ。やっぱり変かな。羽なんて。そんなことない。たとえ天使になったって、コレットはコレットのままさ。ありがとう、ロイド。Genau. Schnitzel bleibt Colette. Was? Okay. Speichern. Weil so, deswegen. Soll ich nochmal übernachten? Wegen. Gucken, ob hier ein Stalker wieder kommt. Komm schon einmal noch. Nee, okay. Und da geht mein Geld. Schwimmen. So. Kommt mir die Stadt bekannt vor. Aus dem zweiten Teil. Ich weiß nicht. Stehst ja so. Auffällig Leila. Alfred, wo bist du nur? Treibst du doch. Was? Alfred? Alfred ist halt nicht der Typ, der die ganzen Schätze in Tales of Xillia verteilt hat? Den gibt's ja auch. Mein Enkelin ist so naiv. Sie hat sich von diesen Schurken bezirzen lassen. Ach ja, ich glaube, das spielt ja auch irgendwie. Boah. Keine Ahnung. Tausende von Jahren von vor Tales of Phantasia? Das weiß ich auf jeden Fall. Aber kam in Tales of Phantasia nicht auch Zeitreisen vor? Das heißt, es kam schon wieder zur gleichen Zeit oder? Keine Ahnung. Eine Expedition anfeuern, ja. Nicht gefundene Items, Kartenlöscher, unbekannte Gegenden. Ja, machen wir mal. 480, das wurde mir angeboten. Also, mache ich das auch. Aber Alfred, ist das auch einer, der in jeden Tales aufs Spiel vorkommt oder was? In dieser Gegend gibt es keine Menschenfang oder Science. Wir können das so in Frieden nehmen. Es lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht, so ein kleines Dorf anzugreifen. Nein, hier gibt es nur Fisch. Prüfen. Was denn? Oh. Ich bin der geheimnisvolle Wunderkoch. Ich bringe euch das Rezept für ein einfaches und köstliches Gericht bei. Reisbällchen. Gelernt, wie man Reisbällchen zubereitet. Geil. Reisbällchen benötigen eine Zutat. Reis. Zutaten für Reisbällchen halten. Leb wohl. Mein Planet braucht mich. Nium. Den gab es in Symphonia 2 auch. Genau. Da kam immer so eine witzige Musik im Hintergrund. So. Oder irgendwie so. Kochen. Okay. Rain, ich traue dir zu, dass du Reisbällchen schaffst. Ach, jeder muss jedes Gericht hier wieder. Ist der Kochen-Level immer gleich? Reisbällchen. Ma. Ich lerne noch, okay.
Okay, ist überall gleich immer. Warum können die schon? Warum wissen die schon, wie ein Reisbällchen geht und Rain weiß es nicht? Oh, Kapi und Tepi, das ist doch gut. So, Rain, ich traue dir zu, dass du es schaffst. Wir sind noch nicht zurück. Okay. So, was mache ich denn jetzt überhaupt hier? Schiff, ein Schiff braucht man doch, mein Gott. Die Wellen sind so schön. Eines Tages werde ich eine Reise in diesem Boot machen. Nicht, wenn ich es klaue. So. Ja, am Ostufer des Ozeans liegt Palma Costa, die größte Stadt in Silveran. Palma Costa, ja, die kenne ich aus im Formular 2. Hier haben wir ein Boot. Und ein Schiff. Hi. Oh Gott, was? Lloyd Irving, sucht das Straftäter. Bei Hinweisen wenden sich an die nächste Menschenfarm. Hi. Miau, möchtest du EK spielen? Na, EK? EK? Das bedeutet Emotionskatz. Miau. Wähle immer dasselbe wie ich. Strebe eine Synchorate von 100% an. Du schaffst es. Miau, los geht's. Oh Gott. Ja, die Musik war das doch, glaube ich. Ich soll auswendig machen? Wie soll ich dann auswendig schaffen? Okay. Darauf werde ich mich im nächsten Part darauf vorbereiten, auf jeden Fall. Traurig, glücklich. Boah, ich habe keine Ahnung. Wo war denn die Note, mein Gott? Okay, das ist ja wohl einfach. Da muss ich mir eigentlich nur irgendwann mal aufschreiben, wo das alles ist. Und dann kann ich das. Werd mir halt noch nicht nie im Leben merken hier. Reden? Hallo? Verrate niemand, dass ich hier bin. Was gibst du mir dafür? Was gibst du mir dafür? Was gibst du mir dafür? Hallo? Hier versteckt sich jemand. Hallo? Suchst du jemanden? Der versteckt sich hier drin. Komm mal raus, Liebes! Hier hinter. Mach! So. Ja, ich glaube, die Stadt kenne ich irgendwie. Ich suche ein Schiff, das einzige Schiff, das in diesem Hafen noch einsatzfähig ist, gehört Max, dem Sohn des ersten Fischers. Hi, du? Verzeihung, bist du Max, der Besitzer dieses Schiffes? Ja, warum? Könntest du uns nach Palma Costa bringen? Es soll wohl ein Witz sein, die See ist gefährlich, nie im Leben. Na, die See ist gefährlich, natürlich, deswegen brauchen wir ja ein Boot. Jetzt würden wir ja alle rüber schwimmen. Ich bin schon hier. Soll ich mal meine Flügel ausfahren? So. Was, ihr sucht nach einem Schiff? Wir sind Fischer. Versucht es bei jemand anderem. Wollt aufs Meer fahren? Da solltet ihr den Boss fragen. Brak. Dich werde ich mir noch merken, Katze. So, ist ja irgendwo ein Waffenshop oder irgendwie sowas? Wir kommen im blauen Ozean. Geil, danke. Ma. Wassersachen hier. Und schon ist gleich mein ganzes. Wenn ich sage, dass ich immer auf dem Schlauch stehe. Danke sehr. Habt ihr meinen Hund gesehen? Ja, vor den Toren irgendwie. So. Hey, habt ihr schon gehört? Ich bin ein komischer Tutor in einem selbstgemachten Boot auf dem Ozean. Ja, okay. So, was jetzt? Warum Boot, Mann? Gib mir dein Boot. Sie ist gefährlich in ihrem Leben, ey. Was jetzt? Meine Ding schon zurück? Nee, okay. Okay, was jetzt?
Wollen wir noch ein Boot? Ja, hier ist ein Hund. Ah. Oh. Weil mich ein Typ namens Alfred. Alfred? Nein, der ist nicht mehr hier. Er sollte zurück in seine Heimat. Wollte zurück in seinen Heimatort. Hm, okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich hin muss. Aber ich werde es wohl im nächsten Part schon herausfinden. Aber bis dahin würde ich erstmal sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.